Ja, dann herzlich willkommen zum Vortrag, die neue Zeitlinie. Wir bewegen uns auf eine neue Zeit hinzu. Das kündigt sich schon lange an mit dem Maya-Kalender 2012. Eine Zeitenwende. Astrologisch haben wir auch interessante Konstellationen. Der Pluto-Knoten ist 2018. Pluto ist über seinen eigenen Knoten gegangen. Und wir bewegen uns immer schneller in eine neue Zeit hinein. Und ich möchte in dem Vortrag heute zwei Konstellationen vorstellen, die eben prägend für die letzten beiden Jahre waren. Die Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock und die Jupiter-Neptun-Konjunktion in den Fischen vom April letzten Monats. Und ich werde in der ersten Hälfte diese Themen vorstellen, vor allen Dingen eben auf die Vergangenheit, die letzte Jupiter-Neptun-Konjunktion 1856 in den Fischen eingehen. Und in der zweiten Hälfte des Vortrages dann ist Gelegenheit, persönliche Horoskope zu besprechen. Unsere Zeit ist bestimmt von einem starken Dualismus. Viele Themen spalten die Gesellschaft und machen eine Synthese schwer. Darunter leiden auch persönliche Beziehungen. Das labile Gleichgewicht der unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen ist bedroht und einfache populistische Weltbilder werden wieder hoffähig. Egal, ob es um den Brexit geht, das Phänomen Donald Trump, die Corona-Maßnahmen oder den Ukraine-Krieg. Auf beiden Seiten stehen sich die Lager unversöhnlich gegenüber. Doch gleichzeitig bieten solche Krisen auch Chancen, zu den dahinterstehenden Themen vorzustoßen. Denn angesichts der Klimakatastrophe und der schleichenden Cyborgisierung des Menschen sind die genannten Themen eigentlich Nebensächlichkeiten. Eine Synthese ist dann möglich, wenn extreme Positionen im Diskurs auf eine neue Ebene gehoben werden können und das dahinterstehende Bedürfnis vom anderen erkannt wird. Menschen sind aus den verschiedensten Gründen für oder gegen den Brexit, für oder gegen Donald Trump, für oder gegen Corona-Maßnahmen oder den Ukraine-Krieg. Sie sind auch aus den verschiedensten Gründen für oder gegen genmanipulierte Pflanzen, Homo-Ehen, Gendern oder Elektroautos. Um zwei Menschen zu finden, die in allen acht genannten Themen dieselbe Meinung haben, müsste man wahrscheinlich sämtliche Datenbanken von Partnervermittlungen der ganzen Welt durchforsten, nur um dann festzustellen, dass die beiden sich chemisch nicht vertragen. Es ist wichtig, sich mit Gleichgesinnten zu identifizieren. Um sich aber selbst zu finden, müssen wir uns auch am anderen reiben können. Und zwar in einem geschützten Raum, in dem jeder seine Meinung offen sagen kann und nicht befürchten muss, abgehört zu werden, denunziert oder mit geheimen Rankings belegt zu werden. Es ist eine Unsitte der herrschenden Cancel Culture, ständig Ausschau nach vermeintlichen Feinden zu halten und das Gemeinsame aus den Augen zu verlieren. Die anonymen Diskussionen auf den sozialen Medien laden zu Hasssprache und Mobbing ein, das inzwischen schon im Kindergartenalter nachgeahmt wird. Astrologisch können wir, wie gesagt, die zwei Konstellationen unserer Zeit für diese starke Polarisierung ausmachen. Zum einen ist dort die Konjunktion von Saturn und Pluto im Steinbock von Januar 2020. Sie markiert den Beginn der Corona-Pandemie und die daraus folgenden Freiheitsbeschränkungen unter die Unterordnung unter Regeln, die durch Virologen und Hygieniker vorgegeben wurden. Zum anderen haben wir die Konjunktion von Jupiter und Neptun im April 2022, mit der Corona wohl endet und uns die Möglichkeit gibt, die geschehenen Ereignisse aufzuarbeiten. Im Inneren vollziehen sich bei vielen Menschen momentan starke Wandlungen. Langjährige Partnerschaften und Arbeitsverhältnisse werden aufgelöst und neue Lebensmodelle gesucht. Das fühlt sich für viele zunächst schmerzhaft an, birgt aber die Chance zu einer wirklichen Wandlung. Kann ich gerade noch eine Ja. Wann wurstet das Corona-Endlich mit April 2022 mit der Konjunktion? Voraussichtlich ist jetzt das Grobe vorbei. Als nächstes kommen dann andere Geschichten halt. Also du meinst jetzt mit dieser Konjunktion Jupiter-Neptun ja. In den Fischen? Im April ist Corona vorbei. Ja. Okay. Beide Konstellationen. Gehst du noch mal vor eine oder kannst du noch sagen? Wie du am Ende, ja. Okay. Ja. Ja.
entwickeln sich nur Fehler. Das habe ich ganz so oft gesagt. Aber wenn der oft dabei war, wenn der oft dabei war. Ja, wir haben es uns schon gedacht, dass wir wussten nie, wer das ist. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann es nicht. Der ist nicht da, da muss ich mich anmelden. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich krieg's jetzt nicht hin. Das ist aber auch denken. Ich meine, da muss man ein bisschen mitdenken. Tja. Bitte? Ich weiß nicht, wie es geht. Ich kann es jetzt nicht machen. Beide Konstellationen haben historische Vorläufer, auf die ich im Laufe des Vortrags genauer eingehen will. Die Konjunktion von Saturn und Pluto in Steinbock ist deshalb so bedeutungsvoll, weil sie in dem Zeichen stattfand, das von Saturn regiert wird, im Steinbock, und das letzte Mal im Jahr 1518 stattfand, als die bis in die Grundfesten korrupte katholische Kirche ihre Vormachtstellung verlor. Auch damals kam es kurz danach im Jahr 1524 zu einer Konjunktion von Jupiter und Neptun in den Fischen. Und nicht nur Jupiter und Neptun, sondern alle bekannten Planeten der damaligen Zeit, einschließlich unserer Lilith und unseres Chirons. Zusammenbruch der bekannten Strukturen und innere Heilungsprozesse lagen auch damals zur Zeit von Luther, Calvin, Zwingli und vielen anderen Revolutionären nahe beisammen. Und auch die letzte Konjunktion von Jupiter und Neptun in den Fischen fand in einer historisch interessanten Epoche statt. 1856 war das Jahr, in der Madame Blavatsky in die Pariser Spiritistische Gesellschaft aufgenommen wurde. Eine 30-jährige Phase begann, in der die Vorläufer des heutigen New Age und der Esoterik entstanden. Darauf werde ich noch ausführlich zu sprechen kommen. Und wieder fand zeitnah eine Konjunktion von Saturn und Pluto statt. Zusammen mit Uranus in Widder markiert sie 1850 den Versuch der Revolution gegen das monarchistische System Europas. Wir sehen historische Parallelen, denen es sich nachzugehen lohnt, um die Qualität unserer Zeit besser verstehen zu können und Wege aus der Krise zu suchen. Jupiter und Neptun ordnet man leicht als die äußeren Wohltäter im Tierkreis ein, während Saturn und Pluto sich mit der Rolle des Bösen zufrieden geben sollen. Diese Zuschreibung ist natürlich Unsinn, denn Planeten haben keine einzelnen Wirkungen. Es ist ihr Zusammenspiel, das die jeweilige Qualität der Zeit bestimmt. Ohne Saturn und Pluto würde unsere Ordnung zerfallen und sich Anarchie breit machen. Die Menschen können keine Transformationen vornehmen. Und die spirituelle Seite Jupiters und Neptuns muss erstmal entwickelt werden, bevor sie eine Wirkung entfalten kann. Vorher führen beide nur zu Illusionen und Enttäuschungen. Ja. Sowohl 1517 als auch 1856 hatten sich die Machtstrukturen verhärtet und so viel Frust bei den Menschen angestaut, dass sich auch normale bürgerliche Menschen in den Widerstand begaben. Der Ablasshandel der katholischen Kirche hatte viele Menschen so wütend gemacht, dass sie bereit waren, sich mit Gewalt von der Last der Fron zu befreien. Bauernaufstände waren die Folge. Und die Neugründung der evangelischen Kirchen, deren Lehren auf Gleichberechtigung unter den Mitgliedern aufbauten. Priester konnten heiraten, Frauen ordiniert werden und Laien predigen. Doch die Macht der katholischen Kirche war damit nicht gebrochen. Sie setzte ihre vorher schon begonnene Inquisition gegenüber allen Andersdenkenden mit noch größerer Vehemenz fort. Je größer ihr Sicherheitsbestreben und je mehr sie sich an ihre Dogmen klammerte, desto größer wurde die Wut auf der anderen Seite.
Man kann saturnischer und plutonischer Angst nicht durch noch mehr Sicherheit begegnen. Das sehen wir in unseren Tagen auch, wo Computer unsere Gesundheit, unser Arbeitsleben und unseren Alltag regulieren sollen und es zu immer mehr Ausfällen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt, weil der Mensch nicht mehr im Zentrum steht, sondern seine Funktion als Träger einer materialistischen Weltanschauung. Die Spontanität geht verloren, das Immunsystem wird geschwächt und so können eigentlich ungefährliche Viren unseren Körper bedrohen. Noch viel schlimmer aber sind die geistigen Viren der Ideologien, die sich wie Geschwüre in der Gesellschaft ausbreiten, Freundschaften auseinandertreiben und lang zusammengewachsene Bündnisse sprengen. Wir verbringen viel zu viel Zeit mit aufreibenden Tätigkeiten, die die Komplexität des Systems erhalten sollen, und zu wenig Zeit in der Natur, in der Bewegung und in herzerfüllenden Beziehungen. Darunter leiden vor allen Dingen die Kinder, und sie waren auch während des Lockdowns mal wieder die Hauptleidtragenden. Es wächst eine Generation heran, die wieder Krieg, Hunger und Einschränkung der Lebensbereiche kennt. Die Kinder werden früh zu Rädchen im Getriebe des Kapitalismus herangezogen und darauf trainiert, für ihre Firmen den größtmöglichen Gewinn einzufahren. Das Vermögen der obersten 1% verdoppelte sich noch einmal während der Corona-Krise. Viel Geld geht in den Ausbau von digitalen Netzen, Robotik und Gentechnik, während die Natur immer mehr schwindet. Es müssen Unmengen an Energie herbeigeschafft werden, Trinkwasser, seltene Erden und landwirtschaftliche Erzeugnisse, um die Segen der neuen Technologien nutzen zu können. Allein die Finanzindustrie verbraucht durch ihre extremen Rechenleistungen 5% des Stroms weltweit. Aber eingetaucht in eine Augmented Reality mit virtuellen Brillen sollen wir nur noch das Abbild der Wirklichkeit wahrnehmen, in der alle unsere Wünsche trotz der galoppierenden Inflation, dem Hunger in der Welt, der Zerstörung der Ressourcen und der Zunahme autokratischer Weltbilder weiter wahr werden. Ja, also wir sehen hier die Konjunktion von Saturn und Pluto im Jahr 1518. Wo auch Merkur dran beteiligt war und eben gestellt auf die Wartburg, haben wir den Krebs-Aszendenten und dieses System der katholischen Kirche im Außen symbolisierend mit den 5 Planeten in Steinbock und dem Krebs am Aszendenten, dem Bedürfnis der einfachen Menschen eben nicht länger unterdrückt zu werden und ihre Gefühle unterdrückt zu werden, ihre wahren Gefühle. Und hier steht auch die Lilith in Quadrat zum Mond. Das unterstützt nochmal Mond als Regent des Krebs, diese Freiheitsgedanken, die zu dieser Zeit eben auch aufkamen. Und das ist die Jupiter-Neptun-Konjunktion vom 12. April 2022. Also letzten Monat, die, wie gesagt, nur alle 170 Jahre in den Fischen stattfindet. Und sie weist auch einige Spannungsaspekte auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Die Konjunktion, dieses Konjunktionshoroskop zeigt uns die Verdrängungsmechanismen des Kapitalismus. Du bist jetzt nochmal in der Presse. Aber was du jetzt nicht gezeigt hast, das war die Konjunktion vom Januar 2020. Kommt noch, kommt ja noch. Haben alle 4 Horoskope. Das Horoskop enthält einige schwierige Aspekte und gibt damit den Hinweis auf Dinge, die wir lange vor uns hergeschoben haben. Pluto in Steinbock in Quadrat zur Halbsonne von Sonne und Merkur weist auf konfrontative Tendenzen im Kommunikationsbereich hin. Immer plakativer müssen die Schlagzeilen sein, um die Aufmerksamkeit der Leser zu erringen. Es besteht aber auch auf eine Möglichkeit der Transformation, wenn die innere Stimme mehr Gehör findet. Damit etwas Neues entstehen kann, muss das andere manchmal in heftiger Weise untergehen. Es ist unsere menschliche Verpflichtung, diesen Schritt in die neue Welt zum Wohl aller Wesen zu bewältigen. Der Saturn in Wassermann bedeutet, dass wir in der Ordnung die Freiheit bewahren wollen.
Doch das funktioniert nur so lange, wie diese Ordnung als Rechte für alle Wesen funktioniert. Wo Bürgerkrieg eskalieren, Korruption überhand nimmt und Weltbilder nicht mehr hinterfragbar sind, da geht trotz bester Absichten der Bewahrung von Moral und Anstand die Freiheit verloren. Dieser Saturn bildet ein Quadrat zum Mondknoten und weist damit auf ein Gruppenschicksal hin. Niemand kann sich momentan den Folgen der zerstörerischen Kräfte entziehen. Bis in den letzten Winkel der Welt werden wir beobachtet. Auch im Westen machen sich Korruption und Ausbeutung breit. Immer weniger Menschen besitzen immer mehr Anteile an den Gütern. Wenn wir nicht Mensch bleiben und im Namen des Mammons weiter die Erde zerstören, werden wir alle unsere Freiheit verlieren. Chiron in Widder bringt zusätzliches Konfliktpotenzial. Wie vor 50 Jahren, als die RAF in Deutschland den Staat zu Fall bringen wollte, sind es heute kleine, aber effizient operierende Gruppen aller Art, die sich gegen die Ordnung und Verfassung stellen. Unter ihnen sehen sich einige als die Führer der neuen Zeit an. Chiron ist allerdings unaspektiert, beziehungsweise hat nur ein Halbsextil zu Uranus. So, dass jeder dazu tendiert, seine Anhänger um sich zu scharen und mit vermeintlich neuen Lehren zu bekehren, die in Wahrheit nur ein Abklatsch uralter Weisheitslehren sind. Die Konjunktion von Jupiter und Neptun wird uns zu allerhand Illusionen verführen, wenn wir ihr nicht mit persönlicher Klarheit begegnen und unsere eigenen Heilungskräfte mit Chiron im Widder aktivieren. Mit Merkur in Stier geht es darum, Wissen zu sammeln und von solchen Menschen zu lernen, die sich mit der Natur auskennen, mit Kräutern, Komposttoiletten, Trinkwasserreinigung, aber auch mit alternativen Computersystemen und lokaler Stromerzeugung. Wenn Uranus in 2 Jahren in das Zeichen Zwillinge kommt, werden diese technischen Aspekte noch viel wichtiger werden. Die rigiden Weltbilder, die durch die Konjunktion von Saturn und Pluto nun hinterfragt werden, können nicht sofort umgewandelt werden. Vor allem bürgerlich geprägte Menschen haben ein Problem mit der auftauchenden Gewalt und repressiven Weltbildern. Erich Fromm und Bruno Bettelheim haben in ihren Untersuchungen über den Nationalsozialismus in den 60er Jahren festgestellt, dass vor allem solche Menschen Probleme hatten, während der Nazi-Zeit eine eigene Position zu finden, die vorher in gut behüteten Umständen aufgewachsen sind, einen angesehenen Job hatten und ihr Selbstbild über den Status innerhalb des Systems definierten. Sie dienten sich oft widerstandslos den Nazis an, weil sie nie ein robustes Selbstbild aufgebaut hatten oder staatliche Maßnahmen hinterfragt. Und so führen die jetzigen Ereignisse vor allem bei solchen Menschen zu Selbstzweifeln und Ängsten, die sich fest mit dem kapitalistischen System identifiziert haben. Sie machen alle Maßnahmen mit, die von ihnen verlangt werden und nehmen sogar die Gesundheit ihrer Kinder in Kauf, um nicht als Abweicher dazustehen. Doch innerlich sind sie hin und her gerissen. Wer sich schon länger auf dem spirituellen Pfad befindet, hat davon gehört, dass wir uns in einem Aufstiegsprozess der Erde befinden. Es geht darum, die eigene Schwingung zu erhöhen, um mit den Veränderungen mithalten zu können. Wer sich mit Lichtenergie umgibt, den können die dunklen Kräfte weniger anhaben. Wer sich erdet, einfach lebt und auf materielle Gewinne verzichtet, muss auch nicht so viel mit sich herumschleppen, wenn er neue Wege gehen will. Es ist wichtig, eine Gemeinschaft Gleichgesinnter zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen. Man muss aber auch vorsichtig sein, nicht den Manipulationen falscher Propheten zu folgen, die wieder gehäuft auftreten und ihre Schlafschäfchen aller politischer Couleur zusammensammeln. Die Geburt eines neuen Menschen ist ein schwieriger Prozess. Wir haben nur wenige Anhaltspunkte für das, was in der Zukunft essentiell wichtig sein wird und was richtig oder falsch sein wird. Gerhard Wicklein spricht auf seinem YouTube-Kanal von Anfang des Jahres 2022 von einer chymischen Hochzeit, die mit dieser Konjunktion von Jupiter und Neptun verbunden ist. Er sieht die Gefahr, sich im Traum von einer besseren Welt in Fantasien zu verlieren und spricht schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges von einem Scheideweg, an dem die Menschheit zu stehen scheint. Er sieht das repressive Modell der chinesischen Gesellschaft längst bei uns schon angekommen und empfiehlt, sich dem Kommenden angstfrei zu stellen. Der Mond spielt in den Horoskopen unserer Zeit eine große Rolle. Er befindet sich sowohl bei der Saturn-Pluto-Konjunktion als auch bei der Jupiter-Neptun-Konjunktion in Opposition zu den anderen Planeten.
Ja. Ne, wir sehen hier den Mond im Löwen, da geht es um Kraft und Selbstbestimmung und gegenüber allen anderen Planeten sich zu behaupten mit seiner emotionalen Ausrichtung. Die Emotionen stellen sich dem Status quo entgegen. Durch sie erfahren wir uns selbst und unsere Eigenmächtigkeit. Wenn wir auf Dauer Emotionen und Gefühle unterdrücken, werden wir krank. Deshalb ist es nicht nur wichtig, Nähe und Kontakt zu haben, sondern auch negative Emotionen ausdrücken zu lernen und sich gegen Übergriffe und Verleumdungen zu wehren. Was kann helfen? Den Normierungen des Kapitalismus stellen sich seit Jahren verschiedensten Gruppierungen entgegen. 2010, als Neptun in die Fische eintrat, entwickelte sich in den arabischen Ländern eine Befreiungsbewegung. Mit Occupy Wall Street gab es einen Höhepunkt der weltweiten Proteste gegen die Finanzindustrie. Überall auf der Welt zelteten Menschen vor den Banken und wehrten sich gegen die Vereinnahmung ihrer Privatsphäre durch eine undurchsichtige und fast mafiöse Bankenstruktur, die auf ungute Weise an die katholische Kirche erinnert, mit ihren Tempeln und Bauten, verglasten. Teile der technologischen orientierten Eliten haben begonnen, eine religionsähnliche Ideologie des Fortschrittsglaubens zu entwickeln, die mit dem Transhumanismus den Traum einer perfekten Maschine anstrebt. Ihre narzisstischen Fantasien sollen uns in das Weltall schießen, um dem Elend der irdischen Bedingungen zu entfliehen. Zumindest für die, die sich das leisten können. Der Medizin wird angetragen, ein Mittel der Unsterblichkeit zu entwickeln, das die Begüterten gottgleich machen soll und ärmere Menschen als Organbanken betrachtet, die es auszubeuten gilt, wie zum Beispiel die Uiguren in China. Für jedes Wehwehchen gibt es ein Mittel, dem Leid zu entgehen und sich mit Doping fit für den darwinistischen Konkurrenzkampf zu machen. Eine biotechnologische Staatsräson zwingt uns zur Selbstoptimierung und perfektionistischer Arbeitshaltung, wie in den Anfangsjahren der Industrialisierung, wo jeder ein ersetzbares Rad im Getriebe war. Doch wenn wir nicht durch Fehler lernen können, wenn wir nicht die Muße haben, über die Dinge in der Welt nachzudenken und uns falscher Befehle erwehren können, verlieren wir die Fähigkeit der Reflexion. Viele erstarren momentan angesichts der Kompliziertheit der Welt. Es ist mit dieser Mondstellung in den beiden Horoskopen nie so wichtig gewesen wie heute, seine Meinung deutlich zum Ausdruck zu bringen, sich nicht einschüchtern zu lassen, auch wenn man nicht über alles perfekt Bescheid weiß und die eigenen Emotionen bei nahestehenden Menschen oder anderen Gruppierungen Unwillen erzeugt. Wie wir das am besten bewältigen, zeigt unser eigener Horoskop im Mond. Ich habe zum Beispiel einen Zwillingsmond im 12. Haus und bei mir geht es um Verbreitung von Hintergrundinformationen und das Überbrücken von unterschiedlichen Meinungen. Dem Zwilling ist die Wahrheit nicht egal, aber er weiß auch, dass es so viele Wahrheiten wie Menschen gibt. Ich muss in Kauf nehmen, mit diesem Vortrag als Opportunist und Anpasser zu gelten, aber das sollte mich nicht daran hindern, ihn mit Begeisterung zu halten. Wir sehnen uns mit Jupiter und Neptun nach befriedenden Kräften und suchen im Außen vermehrt, verführt durch religiöse, pseudoökologische und esoterische Bilder nach einfachen Lösungen. Doch können wir uns nur durch einen Wandel im Inneren wirklich weiter bewegen. Ansonsten ersetzen wir nur die eine Ideologie durch eine andere. Dort, wo Menschen auf einfache Weise zusammenkommen und sich ihrer Wurzeln erinnern, ist solch ein innerer Weg leichter möglich als in den Mühlen der kapitalistischen Verwertung. Wie bei Momo geht es um den Gewinn von Zeit, die nicht durch mehr Geld oder mehr Leistung erwerbbar ist, sondern dadurch, dass wir verstehen, dass das Leben ein Geschenk ist und keine Pflichtaufgabe. Nie war die Chance zur persönlichen Entwicklung größer als heute. Gemeinwohlökonomie, Repair-Cafés, Urban Gardening, Wikimedia, Hackathons, Weltsozialforum, Attac, die Piraten, die Violetten, solidarische Landwirtschaft, lokale Tauschringe mit Regiogeld und so weiter sind Beispiele, wo sich in den letzten Jahren alternative Gesellschaftsmodelle zu entwickeln begonnen haben. Noch verstehen wir nicht, wie diese global funktionieren sollen, doch ist der Same des Neuen darin angelegt. Wie die kleinen religiösen
Gruppen aus dem 16. Jahrhundert entwickeln sich andere Formen des Zusammenlebens, die das ausbeuterische Modell der Zentralmacht umgehen und bessere direkte demokratische Abstimmung möglich machen. Gegen den Widerstand der Etablierten lehnen sich die Gläubigkeit an die Alternativlosigkeit des bestehenden Systems ab, lassen sich lächerlich machen und nehmen persönliche Herabsetzung in Kauf. Die Selbstgerechtigkeit der Etablierten steigt wie damals in ein unerträgliches Maß. Wie die ersten Auswanderer nach Amerika aus dieser Zeit vernetzen sich diese kleinen Gruppen und tauschen Informationen über ein alternatives Gesellschaftsmodell aus, um der zunehmend restriktiven Politik des Systems zu entgehen. Es ist Teil der Jupiter-Neptun-Konjunktion in Fische, dass ihre Potenziale versteckt sind und die Wirkung erst später bewusst wird. Das war auch bei der letzten Konstellation so, die im Jahr 1856 stattfand. Die Industrialisierung war auf ihrem Höhepunkt. Die Menschen in Europa und Amerika strömten in die Städte, um an den sich eröffnenden wirtschaftlichen Möglichkeiten teilzuhaben. Die Eisenbahn war erfunden und verkürzte wochenlange Reisezeit auf wenige Stunden. Den Osmanen gelang es zusammen mit ihren Verbündeten Frankreich und England, den Expansionsdrang der Russen an der Krim im Krieg von 1853 zurückzudrängen. Florence Nightingale gab 1856 einen Bericht über das Sterben in diesem Krimkrieg ab. Sie berechnete, dass ca. 80% der englischen und französischen Soldaten nicht an Kampfhandlungen, sondern an Seuchen starben. Die einfachsten Dinge fehlten und die Hygiene war katastrophal. Da sie nachts heimlich die Patienten mit einer Lampe an der Stirn besuchte, gilt sie als die Lady with the Lamp, was in der Mythologie eine Anspielung auf den luziferischen Lichtbringer ist. Die Jupiter-Neptun-Konjunktion geht in diesem Jahr, 1856, über ihren eigenen Jupiter in Fische hier. Das ist ihr Horoskop. Mit dem akribischen Jungfrau-Aszendent und eben dieser starken, der Chiron-Pluto-Konjunktion eben im siebten Haus und will das Leiden der anderen Menschen eben lindern mit dem Chiron und nimmt dabei auch persönliche Härten in Kauf. Florence Nightingale hat Sonne und Mond in Stier und widmet ihr ganzes Leben der sozialen Arbeit. Gegen den Widerstand ihrer Familie arbeitete sie zunächst in einem Pflegeheim und wird dort später aufgrund ihres Berichtes über den Krimkrieg als Leiterin eingestellt. Chiron, Pluto und Saturn stehen im siebten Haus der Begegnung. Es ist ihr größter Wunsch, die Pflege zu einem offiziellen Beruf zu machen, und tatsächlich werden so Hunderttausende von Frauen in der Welt gegen den Widerstand der Kirchen in ihren Schulen bald ausgebildet und haben zum ersten Mal ein eigenes Auskommen, eine Rente und eine Arbeitslosenversicherung. Mit Liebe und Hingabe entwickelt ihre Venus im Krebs im 10. Haus ein Berufsethos, der bis heute Gültigkeit besitzt. Mit dem Quinkungs zu Neptun beschreitet sie dabei einen persönlichen Leidensweg, da sie sich auf der Krim mit der Infektionskrankheit Brucellose angesteckt hat und verbringt ihre zweite Lebenshälfte überwiegend im Bett. Dadurch konnte sie aber auch verstehen, was für Pflege wirklich wichtig ist. Dass dieses Quinkungs von der Venus im Krebs zu dem Neptun im Steinbock. In jedem Leben gibt es Wegscheiden, an denen wir unser Verhalten und unsere Persönlichkeit grundlegend weiterentwickeln. Das Horoskop von Florence Nightingale zeigt für ihre Krimjahre mit dem Uranus über die Sonne ihr erwecktes technisches Interesse an. Das sind die Transite und Progressionen für 1856. Und da geht hier der Uranus in dem Folgejahr über ihre Sonne. Sie gilt als Pionierin der visuellen Veranschaulichung von statistischen Zusammenhängen in der Medizin. Mit der progressiven Sonne im Eintritt zum Zeichen Krebs ist ihr pflegerisches Interesse geweckt. Und mit dem progressiven Mars in das Zeichen Jungfrau die akribische Papierarbeit, durch die sie in Zehntausenden von Briefen die männlich-akademische Welt von der Wichtigkeit systematischer pflegerischer Arbeit überzeugen konnte.
Denn bis dahin war der Arzt der alleinige Herr über den Patienten. Ansonsten waren es ruhige Zeiten zwischen den napoleonischen und den beiden Weltkriegen. Charles Baudelaire hatte in seinen Gedichten die Figur des Großstadtdandys erfunden, des Bohemien, der allein für die Wirklichung seiner Ideale lebt und der die Suche nach dem ultimativen Vergnügen zum Grundsatz aller seiner Bestrebungen macht. Die moderne Malerei wurde in den 1850er Jahren mit feinen, schnellen Pinselstrichen und dem Festhalten flüchtige Eindrücke geboren. Bilder wie der Absinthtrinker von Edouard Manet oder seine Damen in der Natur zeigen dieses Verwischen der Konturen, das schnelle Festhalten einer Impression und das in den Vordergrund stellen von Symbolen oder solchen ornamentalen Gebilden. Das hat die Malerei eben sehr verändert. Es wurde auch die Familie Bedelli von Edgar Degas gemalt, der Sommer von Paul Cézanne. Also alles um 1856 herum in diesen Jahren. Der Impressionismus beginnt ja eigentlich so erst 1870 richtig. Wenn Claude Monet erwachsen wird und so. Zwei Frauen am Meer von Camille Pissarro oder die Honfleur-Serie von Eugène Boudin. Da sind noch diese klassischen Elemente, ne, diese dunklen Landschaften, aber auch schon eben dieses Verwischen des Pinselstriches. Sie deuten eine Auflösung der strengen Formen an. Daubigny malte die Schleuse im Tal von Obdevos und auch seine späteren Schüler Monet und Renoir arbeiteten schon als Schüler in diesen Jahren an Bildern, die ihre späteren impressionistischen Landschaften vorwegnehmen. Jules Verne schrieb Mitte der 1850er Jahre seine ersten utopistischen Novellen, unter anderem 1850 eine Überwinterung im Eis, die schon utopische Elemente seiner Romane Reise zum Mittelpunkt der Erde und 20.000 Meilen unter dem Meer vorwegnehmen. Es waren die ersten Blüten einer sich ankündigenden, umwälzenden Epoche. Der Begriff Science Fiction wurde erstmals 1851 von dem britischen Dichter William Wilson eingeführt. 1856 erschien auch die Abhandlung The Stereoscope, Its History, Theory and Construction, die das Prinzip des Magic Eyes beschreibt. Das Magic Eye ist die Erzeugung einer tiefen Wahrnehmung, dadurch, dass ein zweites Bild ein paar Pixel verschoben wird und damit ein Bild im Bild entsteht. In den 90er Jahren wurde es zu diesen bunten Bildern perfektioniert, wo, wenn man lange genug drauf guckt, eben dieses zweite Bild entsteht. Das muss man dann so eben hin und her bewegen. Und dann kann man eben auch eine versteckte Botschaft dort hinein malen, die nur von dem zu sehen ist, der diese Visualisierung beherrscht. Berlin ist das geistige Zentrum der Welt zu dieser Zeit. Viele der späteren Nobelpreisträger werden aus der Charité und den Universitäten von Berlin kommen, in der sich alle Tugenden und Untugenden des aufstrebenden preußischen Gedankenguts bündeln. Stellt man das Horoskop der Jupiter-Neptun-Konjunktion auf Berlin, dann liegen Merkur und Venus direkt am MC und verdeutlichen die jugendliche Frische des Forscherdrangs hier im Wassermann, MC. Eine neue Stadt entstand aus dem Nichts der Moore an der Spree und wurde innerhalb kürzester Zeit zu einer Weltmetropole. Jupiter und Neptun bilden ein gradgenaues Sextil zu Uranus im Stier. Und beide verbinden sich ebenfalls gradgenau zu einer Jodfigur mit Mars in Waage. Die kollektiven Energien der äußeren Planeten richten sich zielgenau auf das aktive Finden des marsianischen Gleichgewichts.
Also das ist ein bisschen Widerspruch, weil wenn man aktiv wird, dann ist man ja normal im Widder. Mars als Regent des Widders. Aber Mars in Waage hat diese Fähigkeit dieser aktiven Herstellung dieses Gleichgewichts. Ein Lebensgefühl dieser Epoche der Zwischenrestauration und offener Gesellschaft, Land und Stadt, Klassizismus und Moderne widerspiegelt. In der Nacht der gescheiterten Märzrevolution in Deutschland, ähnlich wie heute, auch kleine Gruppen zusammenfanden, die einen anderen Weg als den der Etablierten gehen wollten. Die Dichter Ferdinand Freilichgrad, August Hoffmann von Fallersleben, Georg Wert und Georg Herwig, der Radikaldemokrat Johannes Jacobi, der Journalist Hermann Jelinek, der Religionskritiker Ludwig Feuerbach, die Schriftsteller Wilhelm Weitling und Ludwig Büchner, der Rechtsanwalt Friedrich Hecker und viele andere kämpften, teils in Verbannung zusammen mit einfachen Arbeitern, Studenten, Professoren und kritischen Staatsdienern gegen die Aufnahmegesetze nach der Revolution von 1848. Friedrich Rückert ist der Begründer der Orientalistik und spricht über 40 Sprachen, die er innerhalb von 6 Wochen lernen kann. Das sind eben solche Leute, die man wenig kennt, aber die auch eben außergewöhnliche Fähigkeiten besessen haben. Wir sehen hier das Horoskop der Konjunktion von Uranus und Pluto von 1850, wo eben Saturn auch wenig später dazu stößt. Also wieder ist eine Saturn-Pluto-Konjunktion in der Nähe der Jupiter-Neptun-Konjunktion. Allerdings natürlich hier nicht jetzt in Steinbock, sondern die findet dann im Stier statt. Während diese Uranus-Pluto-Konjunktion, die ja für 150 Jahre prägend ist, jetzt eben bis 1966, bis eben die nächste Konjunktion kam, dort am letzten Grad wieder zu dieser kriegerischen Zeit geführt hat seit 1856. Ne, das ist auch ein spannendes Horoskop, aber das können wir heute nicht behandeln. Interessante Entwicklungen fanden derweil auch auf wissenschaftlichen Gebieten statt. Es war die Zeit, in der die organische Chemie durch Justus Liebig entwickelt wurde, die Epidemiologie und die Petrochemie. John Snow erkannte 1854 in einer Untersuchung über die Cholera in London, dass die Krankheit nicht durch Miasmen, also Dünste, verursacht wurde, sondern durch Keime im Wasser, die man durch Kochen abtöten konnte. Damit hatte die Mikrovirologie auf einen Schlag ein Sujet, in dessen Verlauf spätere Virologen wie Kekulé, Koch, Pasteur und Virchow zu Weltstars wurden. August Kekulé entdeckte 1858 auch die Vierwertigkeit des Kohlenstoffs, die ihn 7 Jahre später zur Vision des Benzolrings bringen sollte, dieses Sechseck, das die grundlegende Figur aller organischen Materie ist. Alle lebenden Organismen sind aufgebaut aus diesen 6 Kohlenstoff, diesen Ringen aus 6 Kohlenstoffatomen, an denen sich eben dann die anderen Moleküle oder Atome wie Wasserstoff eben anlagern. Kekulé berichtet von seinen Visionen dieser Figur in einem Omnibus. Ich versank in Träumereien, da gaukelten vor meinen Augen die Atome. Ich hatte sie immer in Bewegung gesehen, jene kleine Wesen, aber es war mir nie gelungen, die Art ihrer Bewegung zu erlauschen. Heute sah ich, wie vielfach 2 kleinere sich zu Pärchen zusammenfügten, wie größere 2 kleine umfassten, noch größere 3 und selbst 4 der kleinen festhielten und wie sich alles in wirbelnden Reigen drehte. Ich sah, wie größere eine Reihe bildeten und nur an den Enden der Kette noch kleinere mitschleppten. Und in einem anderen Traum sah er schließlich die Ketten der 6-wertigen Kohlenstoffverbindungen, die sich wie 2 Schlangen in dem alchemistischen Bild des Uroboros umschlungen, deren Kopf sich in den eigenen Schwanz beißt.
Also das ist aus einer späteren Aufzeichnung seines Tagebuchs. Es ist die Einsicht in die tiefsten Zusammenhänge der Materie, die mit dieser Konjunktion von Jupiter und Neptun in den Fischen möglich ist. Das Erschauen der Gesetze hinter den äußeren Formen. Ebenfalls 1856 wies die Gesundheit. US-Amerikanerin Eunice Newton Food in Experimenten eine stärkere Erwärmung in luftgefüllten Gaszylindern durch Sonneneinstrahlung nach, wenn die enthaltene Luft feucht und durch CO2 ersetzt war. Sie merkte an, dass höhere Konzentrationen von CO2 in der Atmosphäre mit einer höheren Temperatur auf der Erde verbunden sein würden, was eine Diskussion darüber auslöste, ob wir einer neuen Eiszeit oder einer neuen Warmzeit entgegensehen. Die Diskussion wurde natürlich von Männern entschieden, denen die Dramatik einer Eiszeit wesentlich spektakulärer erschien. Auch auf dem ökonomischen Gebiet tat sich Wegweisendes. Die Finanzindustrie wurde immer wichtiger. Mithilfe des 1840 entwickelten Morseapparats, mit dem ab 1852 Telegramme verschickt werden konnten, wurde der Informationsaustausch für Börsengeschäfte radikal beschleunigt. Karl Marx entwickelte in den 1850er Jahren bei seiner Tätigkeit als Korrespondent der New York Daily Tribune, der größten Zeitschrift der damaligen Zeit, die Grundlage für seine ökonomische Theorie, die später in seinem Werk Das Kapital zusammengefasst wurde. 1844, also 12 Jahre vorher, zur Konjunktion von Jupiter und Neptun in Wassermann, erschienen bereits die ökonomisch-philosophischen Manuskripte als Vorbereitung dazu. Sie sind Marx' erster Entwurf eines ökonomischen Systems, der zugleich die philosophische Richtung deutlich macht, die 4 Jahre später zur Postulierung des Kommunistischen Manifests führt. Marx entwickelte dort erstmals ausführlich seine an Hegel angelehnte Theorie der entfremdeten Arbeit. Hier gibt es eine Parallele zu den Jahren 2009 und 2010, in denen Jupiter ebenfalls in Konjunktion zu Neptun im Wassermann stand und die vorhin erwähnten Occupy-Proteste auslöste. Das Quadrat von Sonne in den Fischen, Gleichberechtigung und Saturn in den Zwillingen, Machbarkeitsdogmatik, zeigt den Widerspruch zwischen den ausbeuterischen Methoden der Frühindustrialisierung und dem Wunsch nach gleichen Chancen. Lilith in der Jungfrau schafft den fruchtbaren Boden des Lerndreiecks, auf das die Samen der marxistischen Philosophie fallen. Auch der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 wurzelt in Ereignissen, die um das Jahr 1856 herum beschleunigt wurden. Dem Maß in Waage gemäß lag ihm ein hehres Motiv zugrunde, die Beendigung der Sklaverei. Die Länder des Nordens hatten sich zu einer Föderation zusammengeschlossen und Kalifornien war dieser 1850 beigetreten, sodass es im Senat eine Mehrheit gab. Neue Gesetze wurden erlassen und alte Bündnisse aufgekündigt, sodass es 1855 zu einem Bürgerkrieg in Kansas kam, der ähnlich wie der spanische Bürgerkrieg von 1936, dem Zweiten Weltkrieg, eben diese späteren Sezessionskriege vorwegnahm. Alles eben um dieses Jahr 1856 herum mit dieser Jupiter-Neptun-Konjunktion. Im Mountain Meadows-Massaker vom 11. September 1857 töteten Mormonen 120 andere Siedler, die auf dem Weg nach Kalifornien waren. Das ist auch wieder eins dieser 11. September-Daten, die wegweisende, also entscheidende geschichtliche Ereignisse markieren. Am nachhaltigsten aber waren die Ideen des bis dahin völlig unbekannten Naturforschers Charles Darwin. Er postulierte die Abstammung des Menschen vom Affen, was für die damalige Zeit eine völlig absurde Idee war. Mitte der 1850er Jahre arbeitete er an einem umfangreichen Manuskript mit dem Titel Natural Selection, das 3 Jahre später als Konzept über die Entstehung der Arten unser komplettes Menschenbild veränderte. Er schrieb im März 1855 in einem Brief: Ich arbeite hart an meinen Notizen, sammle und vergleiche sie, um in etwa 2 oder 3 Jahren ein Buch mit allen Fakten, die ich zusammengetragen habe, kann und die für und wider die Unveränderlichkeit der Arten sprechen, zu schreiben.
Die Grundzüge dieser Theorie belegen die Evolution und die gemeinsame Abstammung aller Arten und beweisen durch den Gradualismus die einzelnen Schritte der sexuellen Selektion und Mutation von einzelnen Eigenschaften, die ein besseres Überleben in einer gegebenen Nische garantieren. Und nicht eine Selektion der Fittesten, wie es die Sozialdarwinisten daraus interpretiert haben und damit gleichzeitig das Weibliche als Unfall der Geschichte bezeichnen. Auch heute erleben wir wieder in massiver Weise die Ableitung falscher Schlüsse aus eigentlich wissenschaftlich eindeutigen Analysen. Wir sollten allerdings nachsichtig auch mit obskur erscheinenden Ideen unserer Mitmenschen umgehen. Denn manche dieser Visionen werden das Potenzial haben, uns in die tieferen Einsichten zu führen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis wir das Revolutionäre in manch einer Spinnerei unserer Zeit erkennen können. Aber nicht nur die Wissenschaften erlebten eine Revolution, sondern auch das spirituelle Weltbild änderte sich in dieser Zeit. Ein Boom von spiritistischen Seancen trat ein, der auch als geistige Vorbereitung auf das kommende elektronische Zeitalter zu sehen ist. Film und Radio waren ja noch nicht erfunden. Die Gebrüder Davenport traten zwischen 1855 und 1864 in Amerika und Europa in vielen Städten auf und produzierten spiritistische Manifestationen, während sie scheinbar gefesselt waren. Die kontaktlose Übertragung von geistigen Inhalten war zu dieser Zeit eine weit verbreitete Idee, der auch eine junge Frau namens Helena Blavatsky erlag. Sie konvertierte 1856 unter dem berühmten Psychokinese-Medium Daniel Douglas Home in Paris zum Spiritismus, erhielt eine Einweihung geistiger Botschaften und verbreitete diese auf den Reisen durch die Welt in den nächsten Jahren. Daraus entstand die Theosophie, die den größten Einfluss auf das ausübte, was wir heute als das New Age bezeichnen und das auch der Astrologie eine neue Daseinsberechtigung verschaffte. Mond, Pluto und Chiron stehen in einem T-Quadrat und schaffen eine starke Sensibilität für außergewöhnliche Wahrnehmung. Ne? Wir sehen auch hier wieder den Mond im Löwe in diesem 1856-Horoskop, der eben dieses Quadrat zu Pluto bildet und die Opposition zu Chiron. Also dieses Eintauchen in spiritistische Weltbilder und das gemeinsame Tische ricken und das Herbeischwören von Ahnen, Geistern und all diese Dinge waren dafür geeignet, Verletzungen zu heilen und diese starken Gefühle auf irgendeine Art und Weise zu kanalisieren. Nicht zuletzt ist auch Sigmund Freud 1856 mit dieser Konjunktion von Jupiter und Neptun geboren. Der Entdecker des Unterbewussten war Zeit seines Lebens den Botschaften der Psyche auf der Spur, deren Symbole sich für ihn vor allem in Träumen, Versprechern oder Fehlhandlungen manifestierten. Ja, so viel als Schnellübersicht über diese Zeit von 1856. Jetzt möchte ich auf das eben Horoskop unserer Zeit zu sprechen kommen, das, die Jupiter-Neptun-Konjunktion vom April, und ein bisschen aufzeigen, welche Illusionen hier unsere Zeit beherrschen und ja, wie wir auch persönlich daraus Wege für uns ableiten können. Die Kehrseite der Konjunktion von Jupiter und Neptun in den Fischen ist das Entstehen von Illusionen und Täuschungen. Wie viele Ideen mussten ganz im darwinistischen Sinne sterben, um einer anderen Welt den Weg zu bereiten? Wie viele Fehltritte musste der Mensch begehen, um zu einer akzeptablen Moral zu kommen? Wie viele sinnlose Tote musste er im Zug von Ideologisierungen geben, bis sich die Vernunft wieder durchsetzte? Wir stehen vor der größten Menschheitskatastrophe seit dem Holocaust. Durch den Ukraine-Krieg
Hilfsorganisationen ihre Gelder um. Es kommt weniger Geld in Afrika und anderen Teilen der Welt an, wo die Menschen hungern. Das Weizen wird knapp, da die Hälfte des Weizens, das an ärmere Länder geht, aus der Ukraine kommt und die Russen die Schiffe blockieren und die Lager plündern. Wir müssten eigentlich sofort aufhören, Fleisch zu essen und Nahrungsmittel zur Herstellung von Bioethanol zu verwenden. Aber wir verschließen unsere Augen, auch weil wir vom Corona-Geschehen noch traumatisiert sind. Unsere Zeit ist durchzogen von merkwürdigsten Verhaltensweisen, vor allem im Umgang mit neuen Medien. Die Emotionalität, die manche Menschen im Internet aufbringen, würde im analogen Leben als krankhaftes Verhalten bewertet werden. Manche setzen sich mit den Dämonen der Digitalisierung gar nicht erst auseinander und streben gleich eine posthumanistische Vision eines Cyborg-Wesens an. Oberster Herr ist die Aufsicht der Börse und die Aktionäre der großen Computerfirmen. Dabei sind wir doch froh, uns endlich von der Idee eines bärtigen Gottes, der über alles wacht, verabschiedet zu haben. Lebendige Spiritualität im Kontakt mit der Natur und entsprechende Rituale sind etwas ganz anderes als die Anbetung einer elektronischen Gottheit. Doch funktionieren unsere Instinkte immer noch nach denselben Mustern, mit denen wir in der Steinzeit den Säbelzahntiger gejagt haben. Da wollen die Männer den Weltraum erobern und Touristen auf den Mond schießen. Ihre Söhne verbringen Stunden und Tage in den Abenteuerspielen von Fortnite, Counter-Strike, Minecraft und Cyberpunk, wo sie mit Hilfe gefakter Identitäten gemeinsam auf die anonyme Jagd nach Skalpen gehen, um sich dafür zu trainieren, im echten Leben den Konkurrenzkampf zu bestehen. Die meisten Studenten der Mathematik, Informatik, Chemie und Physik arbeiten später in Marketingstudios mit Finanzprodukten, Umfrageinstituten oder ähnlichen Einrichtungen, was dann Wissenschaft genannt wird. Die Mädchen hingegen folgen den Influencerinnen auf TikTok, Instagram und Snapchat. Da werden Gesichter auch ohne Zustimmung der Beteiligten gerne mal mit Filtern digital verschönert. Die Proportion der Wangenknochen, die Größe der Nase, der Strich der Augenbrauen, die Farbe der Haut, alles richtet sich in einer Art digitaler Kolonialisierung nach westlichen und chinesischen Vorbildern aus. Viele Mädchen gehen gar nicht mehr aus dem Haus in der Furcht davor, nicht in demselben Bild wie ihr Instagram-Account zu erscheinen. Berechnet man die Konjunktion für das Silicon Valley, also dieses 2022er Horoskop, dann fällt der Uranus genau auf den AC und der Pluto auf den MC. Was die Entwicklungspotenziale dieses Ortes für die Zukunft anzeigt. Also Silicon Valley, San Francisco, dort, wo die großen Computerfirmen sitzen. Es zeigt aber auch das Potenzial plötzlicher Störungen und Fehlentwicklungen an. Ein Erdbeben in Kalifornien, ein Vulkanausbruch oder ein globaler Sonnensturm könnten die Computerfirmen lahmlegen und für einen Ausfall weltweit des Internets sorgen. Interessant ist wieder der Mond in diesem Horoskop, der eine Antennenfunktion hat, weil er allen anderen Planeten gegenübersteht. Kurz nach der Mondfinsternis, das war das andere Horoskop. Echte Emotionen sind wichtig in einer Zeit virtueller Anpassungsaufforderungen. Im Horoskop der Jupiter-Neptun-Konjunktion ist der Mond im Eintritt zur Jungfrau und mahnt an Fakten und rationales Denken. Dieses widerspricht in gewisser Weise dem Anliegen von Jupiter und Neptun, unserer Intuition zu folgen. Doch erst das Zusammenspiel von Emotion und Vernunft zeigt den Weg zu Kreativität und neuen Lebensentwürfen, die eine positive, in die Zukunft gerichtete Vision möglich machen. Eine Synthese von Spiritualität und Wissenschaft, wie sie am Anfang der Zivilisation gegeben gewesen ist. Zum Wohl aller Wesen und in Einklang mit den materiellen Gesetzen, den natürlichen Gesetzmäßigkeiten des Lebens, dessen Wunder sich einer rein materiellen, ausgerichteten Wissenschaft nicht erschließen. Und wieder ist Mars wie 1856 an prominenter Stelle eingebunden. In der Opposition zum Mond ist es wichtig, Auseinandersetzungen aktiv zu führen und sie nicht zu verschleppen. Um sich seinen Gefühlen sicher zu sein und keine falschen Entscheidungen zu treffen. Und diese Kreativität mit diesem Mars
im Wassermann. Gleichzeitig sollte aber jedes toxische Männlichkeitsgehabe kritisch gesehen werden und die Verbiegung der Wahrheit unter dem Dogma der Machbarkeit hinterfragt. Stellt man dieses Horoskop auf Shenzhen, das technologische Zentrum in China, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber dann fällt diese Jupiter-Neptun-Konjunktion genau an den IC. Was eine Art neue geistige Heimat andeutet. China findet in den neuen Technologien zu einer Selbstbestimmung, mit deren Hilfe es sich von der Umklammerung des Westens befreien will, bleibt aber gleichzeitig stark seinen Traditionen verwurzelt, was zu Spannungen innerhalb der Bevölkerung führen kann. Andererseits kann die Erinnerung an die Wurzeln für dieses Land heilsam sein. Es ist die Heimat von Konfuzius und Lao Tse, den Philosophen der Klugheit. Ihre Lehre nimmt Abstand vom Streben nach weltlicher Macht, weil diese auf Dauer genau das Gegenteil hervorbringt von dem, was sie erreichen will. Der stete Tropfen höhlt den Stein. Bis vor 40 Jahren war China ein reiner Bauernstaat, dessen Menschen in enger Verbindung mit der Natur lebten. Die Verwurzelung mit den Traditionen ist noch lebendig und muss nicht wie bei uns völlig verschüttet werden. Dazu muss aber erst die atheistische Ausrichtung der kommunistischen Partei abgelöst werden. Das sabische Symbol für diese Konjunktion von Jupiter und Neptun auf 23 oder 24 Grad, also sie liegt genau auf 23 Grad und 58 Minuten, sagt, bei 23 Grad ein Materialisierungsmedium ruft unheimliche Geistformen herbei. Zur Schaustellung von Kräften, die obwohl physischer Natur unsere normale Bewusstheit übersteigen. Subjektive Beherrschung von oder Passivität gegenüber Lebenskräften. Und bei 24 Grad, auf einer winzigen verlorenen Insel bauen Menschen glücklich ihre eigene Welt. Anpassungsfähigkeit und innewohnende schöpferische Kräfte des Menschen. Ungewöhnliche Sicherheit im Selbstausdruck. Zentralisation überirdischer Kräfte. Also von Stephen Arroyo, das die sabischen Symbole.